Und dann bleiben noch zwei Methoden, das ist die Zinsdrückung. Das heißt, indem ich meine Zinsen ganz weit runter drücke, und zwar manipulativ, denn der Markt will höhere Zinsen haben. Der Markt will in Deutschland heute gerne 7% Staatsanleihenzinsen haben. Tatsächlich haben wir 1,5% oder 2% Zinsen. Kommt natürlich nur dadurch zustande, dass der Staat, dass die Zentralbank die Zinsen nach unten drückt. Und dadurch kann natürlich der Staat ein größeres Volumen an Schulden fahren, an Staatsanleihen ausstehen, weil er die Zinsbelastung nicht so hoch ist. Aber wehe, wenn die Zinsen mal steigen sollen. Wenn die Notenbank es also nicht mehr im Griff hat. Ich mache noch einen Punkt, Inflationierung, das wäre dann letztendlich die Financial Repression, und da sind wir dann auch beim Thema. Also im Prinzip die letzten beiden Punkte, die 5 und die 6, das sind die beiden Punkte, die der Staat und die Notenbanken ergreifen können, ohne dass es ganz akut sehr wehtut. Die Steuererhöhung und Punkt 3 Schuldenschnitt, das sind die ganz harten Sachen. Punkt 4 geht gerade noch, die Steuererhöhung wird auch kommen, komme ich später noch drauf. Und 3, das wäre so die allerletzte Möglichkeit, die man aber so lange wie möglich rausschieben will. Das sind die Maßnahmen. Punkt 1 und 2 funktioniert sowieso nicht. Punkt 7 nenne ich hier in dem Sinne nur noch der Vollständigkeit halber einen, würden wir den Mars besetzen können und würden dort 1 Milliarde Menschen leben, dann hätten wir wieder ein neues Potenzial, um Verschuldung aufzubauen und neue Schulden dazu gewinnen. Und dann könnten wir unser System auch nochmal über eine gewisse Zeit retten. Gibt es auf dem Mars Leben? Sind wir schon dort? Nein. Vergessen wir es. Es kommt nicht in Frage. Aber im Prinzip ist es das, was alle Kolonialstaaten, was auch der Herr Hitler damals versucht hat, mit der Osterweiterung und so weiter, zu machen. Prinzipiell würde es funktionieren, aber auch heute eher unwahrscheinlich. Wobei das, was die Amerikaner tun, so weit auch nicht davon entfernt ist. Ja. Danke. Enteignung ist genau das. Sie sehen oben 1% Zinsen. Das war ein Cover des Focus Money vor, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht erkennen, vor 2 Monaten etwa. 1% Zinsen ist das, was Sie heute in etwa auf Ihr Sparbuch bekommen. 2,5% ist die Teuerung. Inflation ist eigentlich nochmal was anderes. Das wäre die Geldmengenausweitung, die ist höher. Aber die Teuerung 2,5%. Das heißt, die Differenz davon, 1,5%, ist das, womit Sie enteignet werden in Sachen Kaufkraft. Das ist allerdings eine Aufdeckung der Illusion, wenn Sie so wollen. Deswegen schaut das vielleicht auch ein bisschen wie ein Vorhang da aus, dieses Rote. Denn Sie kriegen es ja nicht mit. Sie kriegen ja nur mit, dass Ihr Vermögen auf Ihrem Sparbuch um 1% wächst. Das an sich ist ja nicht schlecht. Sondern Sie müssen einen Schritt weiter denken, dass Sie für dieses um 1% höhere Vermögen 2,5% insgesamt dann weniger, oder 1,5% bezogen auf den Kaufkraft, 1,5% weniger bekommen an realen Gütern und Dienstleistungen. Und das können Sie gar nicht mehr so nachmessen. Das ist auch nur ein Durchschnittswert. Das ist natürlich für jeden Menschen anders. Ja? Wer mehr mit Lebensmitteln im letzten Jahr zu tun hat als andere, der wird das deutlich mehr noch gemerkt haben, als jemand, der bei den Lebensmitteln eher eine kleinere Rolle spielt. Also je reicher Sie sind, desto weniger spielen Lebensmittel in Ihrem Vermögen, in Ihrer Ausgabenbilanz eine Rolle, zum Beispiel. Also dieser Punkt, diese Enteignung trifft vor allem ärmere Leute oder die immer am unteren Rand der Skala sind. Ich sage jetzt mal Rentner zum Beispiel, die dürften es eher merken als ein Millionär. Rechts sehen Sie ein Cover, was wir mal vor, ich glaube, zwei Jahren hatten wir das mal, der Anleger im Würgegriff des Staates, und da ging es damals um Investmentverbote, Zwänge und Kontrollen. Und genau das ist die Financial Repression. Das nochmal grafisch aufgezeigt. Die obere Kurve sind, sagen wir mal, 2% Inflation, nur mal exemplarisch. Und unten, das wären die Zinsen, die Sie auf 5-jährige Bundesobligationen bekommen, also sagen wir mal 0,5. Alles nur beispielhaft, nur damit Sie mal sehen. Das läuft also um 1,5% pro Jahr auseinander oder differiert das. Und diese 1,5% ist genau das, was Sie an Kaufkraft drauflegen, jedes Jahr. Und jetzt sehen Sie, über die Zeit summiert sich das. Sie haben nach etwa 10 Jahren 18% Enteignung darüber. Und wenn Sie das noch einmal 10 Jahre machen, ich weiß nicht, welche Zahl man rauskommt, aber dann haben Sie wahrscheinlich 40 bis eher 50% Enteignung. Das heißt, wenn Sie das nur lange genug machen, unter Ceteris Paribus-Zuständen natürlich, das heißt, dass sich alles andere nicht verändert, dann kann sich der Staat auf diese Weise entschulden. Würde er seine Neuverschuldung im Zaum halten können? Genau da liegt natürlich das Problem, dass er das nicht kann, aber das ist nun mal was anderes. Aber er kann es zumindest auf diesem Weg versuchen. Das ist die Grundthese der Financial Repression. Das sind einfach die realen Zinssätze für die verschiedenen Länder. Sie sehen ganz links, wer es
United Kingdom, also Großbritannien. Da haben wir im 10-jährigen Bereich, das ist der grüne Balken, minus 1,3%. Das ist das, was Sie als Sparer, wenn Sie den Staat für 10 Jahre in England, die Gilts dort kaufen, drauflegen an Kaufkraft. Das heißt, Sie bringen quasi Geld mit, damit der andere Ihr Geld bekommt. No? In diesen Zeiten sind wir jetzt. Das ist die Unze Gold, in, weil wir hier in München sind, in Wiesenmassbier. Sie sehen, dass im Jahre 1980 hat man für eine Unze Gold 227 Maß Bier bekommen. Das war das Hoch des Goldes damals. Und heute ist es 147. Und es war schon mal 1999 am Tief des Goldpreises bei 48. Was heißt das? Gold ist heutzutage weder ganz am Boden unten, noch ist es ganz oben in der historischen Relation. Es ist irgendwo mittendrin. Das ist wichtig für Sie zu wissen, auch wenn die Wiesenmassbier vielleicht jetzt nicht der alleinige beste Maßstab ist, aber es ist für Sie wichtig zu wissen, dass Sie heute kein Schnäppchen mehr machen, wenn Sie das Gold kaufen, aber dass es wahrscheinlich auch noch ein bisschen Potenzial nach oben gibt. Ungefähr so würde ich diese Kurve deuten. So, und jetzt sind wir schon mittendrin, Financial Repression. Was bedeutet das alles? Die Grundstrategie bei der Financial Repression ist die Zinsdrückung. Das heißt, die Zentralbank drückt den Zins, soweit es nur irgendwie geht, und es geht nur manipulativ. Das heißt, sie kauft, sie schöpft vorher Geld. Die Zentralbank kann das übrigens auf Knopfdruck machen. Sie macht einen Knopfdruck und schafft 100 Milliarden. Dann hat sie plötzlich auf der Aktivseite 100 Milliarden, auf der Passivseite 100 Milliarden mehr. Und das Geld auf der Aktivseite kann sie einsetzen. Zum Beispiel, indem sie am Markt Anleihen aufkauft. Indem sie die Anleihen aufkauft, erhöht sie den Anleihenpreis und senkt damit den Zins. Und wenn sie das im gesteigerten Maße macht, senkt sie damit den langfristigen Zins. Sie kann es natürlich über die Zentralbank Zinssätze, über Refinanzierungssätze am ganz kurzen Ende kann sie es dann sowieso machen, bei 1% oder 0,5%, wo wir gerade sind. Und am langen Ende kann sie es eben über Aktionen am Anleihenmarkt machen. Genauso wie es der Draghi ja jetzt angekündigt hat, dass er eben theoretisch unbegrenzt Anleihen von fälligen oder hinfälligen Staaten aufkauft. Also, das ist die Zinsdrückung. Durch die Zinsdrückung weiß ich, dass ich negative Realzinsen schaffe. Und diese negativen Realzinsen bedeuten für alle Sparer Enteignung. Und das kann ich so lange machen, ohne dass was passiert, solange die Sparer nichts davon mitbekommen oder aber solange sie es nicht stört. Und bei 1% pro Jahr könnte ich mir vorstellen, dass es die meisten auch nicht so richtig stört und die meisten es auch nicht so richtig mitbekommen. Aber das ist natürlich ein dynamischer Prozess, weil wir haben ja laufend auch Teuerung. Ja? Nur mal als Beispiel, Lebensmittelpreise, Nahrungsmittel sind im letzten Jahr 2011 um 20% im Durchschnitt gestiegen in der Welt. Es war mit ein Grund wahrscheinlich, warum der arabische Frühling so, wie er entstanden ist, weil die Leute dort, die wirklich eher arm sind in Nordafrika und so weiter, das am ehesten merken. Sie haben es vielleicht gar nicht gemerkt. Ich erzähle immer das Beispiel von meiner Frau, die hat ein kleines Kaffeehaus hier in München, die merkt es sehr wohl. Die kommt zweimal in der Woche kommt sie zurück vom Großmarkt oder von der Großmarkthalle und sagt mir, was schon wieder gestiegen ist. Und die erzählt nie, das würde sie gar nicht wagen, mir von einer 1%igen Preiserhöhung zu erzählen, sondern das geht in 5% Schritten. Da auf die Butter 5% mehr, da ist es, was weiß ich, das Mehl um 10% mehr. In solchen Schritten geht es. Das geht auch teilweise wieder zurück, das geht nicht nur in eine Richtung. Ich will Ihnen damit nur sagen, an gewissen Stellen geht die Preissteigerung deutlich nach oben von Immobilien hier in Deutschland, in München speziell, brauche ich nicht erzählen. Also wir haben die Teuerung bereits. Die ist nicht immer gleich, die ist nicht immer gleich stark, die ist nicht in jeder Stadt gleich, aber im Durchschnitt haben wir sie. So.